willkommen bei unserem Video Die Kunst des Bauchreden. Hallo Fans! Schön, dass ihr hier seid! Ja. Das sind die lästigen Zuseher! Fort mit euch! Fort! Hallo Fans! I like you! Kroko, du bist dran! Na und? Heute keine Lust. Ein herzliches Grüß Gott. Und ihr könnt sehen, das ist ganz, ganz leicht. Ja, Sie wollen natürlich wissen, wie das mit dem Bauchreden funktioniert. Die Antwort ist einfach und vielleicht sogar ein wenig desillusionierend. Es ist ein Sprechen mit verstellter Stimme, ohne dabei die äußeren Sprechwerkzeuge, also die Lippen, und das Kinn zu bewegen. Zu Ihren Fragen ist das alles. Es ist nur ein Teil des Gesamten. Ganz wesentlich ist wohl auch die Abstimmung mit der Puppe. Die Puppe muss ein Eigenleben entfalten. Erst dann ist die Bauchrednerdarbietung so wirklich überzeugend. Ich werde nach einer Bauchrednerdarbietung oft gefragt, ob ich auch anschließend Bauchreden könnte. Natürlich ist das möglich. Nur fehlt bei einer Bauchrednerdarbietung ohne Puppe eben das wesentliche Element der Figur, der ich meine Stimme verleihe. Was ich damit meine, möchte ich an folgendem Beispiel erläutern. Es sind das, so nenne ich es, 6 Stufen der Bauchrednerillusion. Nehmen wir das einfache Beispiel, ich bedanke mich. Stufe 1, ich spreche herzlichen Dank. Und stehe auch mit meinem ganzen Gefühl dahinter. Das sieht dann so aus. Herzlichen Dank. Zweite Stufe. Mein Gefühl, mein ganzer Körper steht nicht mehr hinter diesem Ausdruck. Ich spreche noch dieses Wörtchen, aber es fehlt der Ganzkörperausdruck. Das sieht dann so aus. Herzlichen Dank. Dritte Stufe. Auch meine Lippen und mein Kinn sind nicht mehr in Bewegung. Das sieht dann so aus. Herzlichen Dank. Vierte Stufe. Auch meine Stimme ändert sich. Meine Stimme gleicht sich der Puppe an. Das sieht dann so aus. Herzlichen Dank. Fünfte Stufe. Und nun tritt die Puppe in Aktion. Ich leihe also meine Stimme der Puppe. Herzlichen Dank. Und sechste und letzte Stufe. Meine Puppe erlebt das Gefühl in einem ganz körperlichen Ausdruck. Also, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass mit diesen 6 Stufen doch erkennbar war, worauf es eigentlich bei der Zauberei ankommt, nicht nur auf die Stimme, sondern um den ganz körperlichen Ausdruck. Das Erlernen der Bauchrednertechnik ist relativ einfach und wahrscheinlich in wenigen Wochen erlangt man hier schon beachtliche Fortschritte. Wesentlich schwieriger erscheint mir die perfekte Abstimmung mit der Puppe. Der Zuseher muss ganz einfach den Eindruck haben, ein eigenständiges Wesen vor sich zu haben. Du? Ja? Ich kann auch Bauchreden. Was? Du kannst Bauchreden? Götter schaust. Das habe ich ja bisher nur im Fernsehen gesehen. Könntest du uns das vorführen? Ja, gerne. Ja, aber du brauchst doch eine Figur, eine Bauchrednerfigur. Wo nimmst du denn die jetzt her? Weiß ich nicht. Du, weißt du was? Was denn? Nimm doch deinen Schuh. Den Hausschuh? Ja. Das ist eine gute Idee. Du, Toni, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das funktioniert mit dem Bauchreden. Kannst du uns das erklären? Na, schau her. Das schaut jetzt aus, als wenn der Hausschuh reden würde. Aha. In Wirklichkeit rede ich. Also gut, dann fang an. Okay, Konzentration. Hallo.
Hello, ladies and gentlemen. I am glad to see you here. Ist? Ja, was ist denn? Der redet ja Englisch. Na und? Ich kann ja gar nicht Englisch. Hörst, Hausschuh? Redest jetzt du oder rede ich? Ich? Denn sonst? So eine idiotische Frage. Hörst, der kriegt hier so eine Angst. Leg ihn schnell wieder weg. Aus diesem Grund möchte ich die Auswahl der Puppen und die Handhabung der Puppen in den Vordergrund und an den Beginn dieses Videos stellen. Vielleicht auch deshalb, weil ich diesen Weg gegangen bin. Ich habe vor 20 Jahren meine erste Bauchrednerpuppe angefertigt, ohne noch zu wissen, ob ich selbst auch das Bauchreden erlernen werde. Und im Umgang, im Spiel mit der Puppe ist dann das herausgekommen, womit ich Ihnen heute ein wenig Freude machen möchte. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine wirklich überzeugende Bauchrednerdarbietung aus drei Komponenten besteht. Eine gekonnte Puppenführung, eine saubere Sprechtechnik und ein humorvoller Dialog. Und nun zu den Arten von Puppen, zur Puppenauswahl. Das sind zunächst einmal die einfachen Handpuppen. Hier zum Beispiel zwei Socken, wobei ich auf einem der beiden Socken lediglich zwei Augen aufgemalt habe. Ja, und jetzt fehlt noch die Ohren für den Hund, was in kurzer Zeit bewerkstelligt ist und schon kann es losgehen. Aber das kommt später. Das war also eine ganz einfache Art der Puppen. Oder hier ein Kochlappen. Was kannst du uns sagen? Ist aber auch nicht viel. Oder ein Kätzchen. Wir werden später erst mehr sprechen. Ein Häschen. Oder zum Beispiel zwei Kinderschuhe, zwei Kinderpantoffeln, die auf diese Weise rasch zum Leben erweckt werden. Hallo, Gerhard. Ja. Ich. Was ist denn? Ich will dich küssen. Und nun zur zweiten Art. Es sind das die fertigen Bauchrednerpuppen, die in Spielwarengeschäften oder in Zaubergeräteläden angeboten werden. Wesentlich ist bei diesen Figuren, dass der Mechanismus zum Öffnen des Mundes leicht funktionsfähig ist und kein Geräusch von sich gibt. Und nun zur dritten Art. Es sind das die selbst angefertigten Bauchrednerfiguren. Wahrscheinlich ist das der Idealfall. Und ich habe zu meinen Puppen, die ich selbst angefertigt habe, auch ein wesentlich innigeres Verhältnis, eine herzlichere Beziehung als zu den gekauften. Es ist das wahrscheinlich wie mit Kindern. Kinder, die man selbst gezeugt hat, sind einfach eigenen Blutes. Und so ist das wahrscheinlich auch mit den Bauchrednerfiguren. Wer nicht über das nötige Geschick verfügt, kann sich diese Figuren von einem geschickten Bastler natürlich auch anfertigen lassen. Und nun zur vierten und letzten Art. Der Zuseher als Bauchrednerfigur. Ein Zuseher, Sie können auch eine Dame und einen Herr zu sich auf die Bühne bitten, agiert als Bauchrednerfigur, indem die beiden Herrschaften auf Handdruck den Mund öffnen. Ab jetzt geht's los. Christel, haben Sie irgendeine Vorstellung, was wir nun für das Publikum hier im Stadttheater St. Pölten bringen könnten? Haben Sie sich irgendetwas überlegt? Nein. Gar nichts? Nein. Hoffentlich kann Rainer diese Situation retten. Rainer, haben Sie irgendeine Vorstellung? Ja. Und was wäre das? Ich kann roben. Hier noch nicht sehr aufgegeben. Christel, wollen Sie eine kleine Kostprobe von dieser Jodel-Einlage hören? Ja!
Also, Rainer holt kräftig Luft. Applaus, bitte sehr. Und nun zur Puppenführung. Eine gekonnte Puppenführung ist mindestens ebenso wichtig wie eine saubere Sprechtechnik. In den Bewegungen zeigen sich wesentliche Charaktereigenschaften. Gefühle können auf diese Weise zum Ausdruck gebracht werden. Ständiges Üben vor dem Spiegel verfeinert die Nuancen und bewirkt eine gewisse Automatisierung der Bewegungen. Und nun einige Ausdrucksmöglichkeiten von Gefühlsregungen. Neugier. Sarah ist schüchtern. Eine langsame Erkenntnis. Sarah hat Angst. Überraschung. Sarah freut sich. Als nächstes wollen wir uns mit der Sprechtechnik beschäftigen und hier zunächst mit der Stimme. Die Bauchrednerstimme wird natürlich auch im Kehlkopf produziert und nicht wie im Magen, wie sich das mancherlei vorstellt. Natürlich hat man auch im Magen keine Stimmbänder. Wenn Sie nun eine Bauchrednerstimme erarbeiten wollen, dann experimentieren Sie am besten mit Ihrer Stimme. Haben Sie hier keine Scheu vor fremdartigen oder grotesken Stimmen. Arbeiten Sie mit Ihrer Stimme. Experimentieren Sie. Und keine Angst, wenn hier fremdartige Stimmen produziert werden. Ja, so ist es recht. Oder. Nein, heute nicht. Oder. Ich kann das echt nicht. Oder. Das ist doch großartig. Nun noch einige mögliche Stimmregister im Zusammenhang mit Bauchrednerfiguren. Sokrates. Ich kann das nur krächzend. Nur krächzend. Sarah? Ja? Sarah, und wir würden gerne deine Stimme hören. Das klingt natürlich sehr kindlich. Das passt auch zu mir. Ja. Konrad, kannst du dich auch nochmals mit deiner Stimme vorstellen? Die klingt ganz rau, ganz rau. Ja. Hallo. Und Kroko klingt dann so. Deine Stimme haben wir schon gehört. Ja. Puppenauswahl, Stimmregister, Sprechweise und Wortwahl müssen natürlich gut aufeinander abgestimmt sein und eine neue Persönlichkeit ist auf diese Weise ins Leben gerufen. Und nun zur Artikulation, zur Lautbildung. Das eigentliche Sprechen ohne Verwendung der äußeren Sprechwerkzeuge. Hier ist dringend zu empfehlen, dass Sie mit Hilfe eines Spiegels arbeiten. Die Lippen sind leicht zu einem Lächeln geöffnet. Zu Beginn erst einmal die Vokale. A, E, I, O, U. Die Selbstlaute, die Sie mit verschiedenartigen Stimmen sprechen sollten. Also zum Beispiel A, E, I, O, U. Normalerweise verschiebt sich die Stellung, die Lippenstellung, wenn Sie die Selbstlaute normal sprechen, sieht sich das so an. A, E, I, O, U. Und nun das gleiche nochmals. Leichtes Lächeln. A, E, I, O, U. Ebenso die Umlaute. Ö, Ü, E.
und die Zwielaute Hey, oh, oi. Und nun zu den leicht sprechenden Mittlauten. Achten Sie auf die Stellung von Lippen und Kinn. Es sind dies C, D, G, H, J, K, L, N, R, S, T, X, Z. Und diese 13 Konsonanten nun in Verbindung mit Selbstlauten. Za, ze, zi, zo, zu. Da, de, di, do, du. Und weiter. Gal, gel, gil, gol, gul. Zat, set, sit, sot, sot. Ja. Und nun zu den mittelschwer zu sprechenden Konsonanten. Es sind dies F, Que, V und W. Bei diesen Konsonanten legt sich die Unterlippe an die obere Zahnreihe. Verstärktes Lächeln erleichtert die Aussprache dieser Konsonanten. Fast, fest, folgen. Faul, vor, viel, von, wer, wann, was. Die Worte einzeln gesprochen sind relativ schwierig, aber im Satzzusammenhang mit einer kurzen Pause vor dem entsprechenden Wort erleichtert auch die Aussprache und führt zu einer größeren Deutlichkeit. Und nun zu den schwer sprechenden Mittlauten. Es sind dies nur 3 im ganzen Alphabet. Es ist das weiche D, das M und das P. Bei diesen Mittlauten ist ein Lippenschluss erforderlich. P lässt sich nicht sprechen, ohne die Lippen aufeinander zu legen. Eine absolut saubere Lösung gibt es hier nicht und selbst Bauchredner-Profis müssen sich irgendwie behelfen. Grundsätzlich lässt sich sagen, bei einer Bauchredner-Darbietung diese 3 Laute sparsam zu verwenden. Sie sind aber dennoch nicht ganz zu vermeiden und aus diesem Grund müssen wir uns irgendwie anders behelfen. Eine Möglichkeit ist die Bildung von Ersatzlauten. Nehmen wir an, in einem Dialog muss das Wörtchen Matrose vorkommen und die Bauchrednerfigur muss dieses Matrose aussprechen. Wie erfolgt das? Sokrates, kommst du? Bin schon hier. Ja, das erste B ist gesprochen. Und nun sollst du uns etwas erzählen, nicht wahr? Ist das nicht ein Matrose? Ja, das ist ein Matrose. Ich hoffe, Sie haben das Prinzip hier verstanden. Es gibt keinen Natrosen. Du hast Natrose gesagt. Ja. Wir haben aber alle Matrose gehört. Ich habe wiederholt dieses Wörtchen und schon hat jeder geglaubt, Matrose gehört zu haben. Oder, was hat die Dame hier um den Hals? Eine echte Perlenkette. Ja, eine Perlenkette, eine tolle, teure Perlenkette. Echt klasse, ja. An diesen beiden Beispielen sollte deutlich werden, dass durch geschickte Verwendung dieses Konsonanten im Sinnzusammenhang einfach das gehört wird, was die Zuseher hören müssen. Eine weitere Möglichkeit ist, aber die sollte man auch nur sparsam einsetzen, das Abdecken des Mundes im entscheidenden Moment. Soll ich das jetzt? Ja, du kannst jetzt in dem Moment, wo du das P sprichst,
dich zu mir neigen, ja? Okay. Kennst du die Person? Ja, natürlich, die kenne ich. Das ist doch die Paula. Die Paula ist das, ja. Die Paula haben wir schon lange nicht gesehen. Hallo, grüß dich. Ja, gut. An diesem Beispiel sollte auch klar werden, dass bei gewissen Bewegungen der Mund abgedeckt werden kann. Aber man sollte, wie gesagt, auch von dieser Methode nur sehr sparsam Gebrauch machen. Toni, kannst du uns nun das nächste Kapitel hier vorlesen? Worum geht's nun hier? Dialog und Kontrast. Ja, jede Bauchrednerdarbietung lebt natürlich vom Kontrast. Bildlich dargestellt, eine schwarze Figur kann noch so kunstvoll vor einem schwarzen Gegenstand geführt werden. Man wird sie nie sehen. Ja, ganz richtig. Daher sollten Bauchredner Puppe und Bauchredner möglichst kontrastreich wirken. Das ist doch eh klar. Ja, denke zum Beispiel an erfolgreiche Duos der Showbranche. Zum Beispiel Dick und Doof. Ja, oder Muckenstrunz und Baumschabe. Oder aus der Zauberei Siegfried und Roy. Ja, erst im Kontrast kommen die Persönlichkeiten voll zum Tragen. Daher sollte jeder Bauchredner-Dialog ein Dialog der Kontraste sein. Ja, in diesem Punkt scheint mir ein ganz wesentliches Element des Gesamterfolges zu liegen. Wahrscheinlich ist auch hier natürliches Talent von Vorteil, sich in jemand anderen hineinzuversetzen, eine gewisse Sensibilität für das Gefühl des anderen. Wer das einigermaßen beherrscht, wird dann auch das Wechselspiel mit seinem Bauchrednerpartner so beherrschen, dass es überzeugend wirkt. Und nun? Was sagst du uns jetzt? Und nun? Verschiedene Kontraste. Ja, wenn du hoch sprichst, hoch, dann spreche ich tief. Wenn ich überzeugend wirken möchte, dann kannst du schüchtern sein. Ja, oder jemand spricht fließend und du abgehackt. So kann ich doch nicht reden. Ja, aber hier schon jetzt, nicht wahr? Oder einer spricht melodiös und du monoton. Ich soll die ganze Zeit gleich reden. Das war jetzt nicht sehr gut. Andere Möglichkeiten, militärisch auf der einen Seite, einschmeichelnd auf der anderen Seite. Männlich auf der einen Seite, weiblich auf der anderen. In dem Fall stimmt das natürlich nicht. Erwachsen und du bist eher ein Kind. Einer spricht schnell, der andere spricht langsam. Einer bemüht sich um eine schöne Hochsprache, meine Bühnensprache. Und der andere redet ganz gescheit. Ja, das war nicht schlecht. Charmant auf der einen Seite, frech auf der anderen Seite. Das kann der Toni, ich nicht. Ja gut, du bist eher ein bisschen schüchtern, nicht wahr? Fein formuliert und derb. Das kann ich auch nicht. Ja, ernst, lustig. Im gekonnten Wechsel der Gegensätzlichkeiten liegt vielleicht die eigentliche Kunst einer Bauchrednershow. Okay. Und nun zum dritten und letzten wesentlichen Teil einer gelungenen Bauchrednerdarbietung. Es ist dies der Text. Grundsätzlich möchte ich hier sagen, dass sich ein Text am Papier kaum erstellen lässt. Ein gelungener Text muss langsam wachsen. Und da wird es kaum nützen, einen fertigen Text aus einem Sketchbuch herauszunehmen und ihn zu reproduzieren. Es wird nicht ihr eigener. Genauso wenig erfolgreich erscheint es mir, einfach einen Bauchrednerstar aus dem Fernsehen zu kopieren. Es bleibt ein magerer Abklatsch. Nun, wie soll man es richtig machen? Am besten, Sie nehmen sich Ihre Bauchrednerfigur zu sich und beginnen mit Ihrem Freund zu sprechen. Es klingt das beinahe schizophren, aber wenn Sie einmal so weit sind, dass Sie sich mit Ihrem Freund unterhalten und glauben, Ihre Bauchrednerfigur lebt, ist ein eigenes Individuum, dann erst können Sie wirklich mit Überzeugungskraft Ihren Freund präsentieren.
Sprechen Sie mit ihm, unterhalten Sie sich über Alltagsthemen, über das Wetter, über Sport. Und langsam wird der eine oder andere Gag geboren, wenn Sie dann noch irgendeinen Witz, irgendeine nette Pointe, die Sie gehört haben, dazu mischen, dann wird langsam aus diesem Dialog das, was er sein soll. Einer, der aus dem Inneren kommt, einer, der zu Ihrer Figur passt. Und ja, dann sind Sie bei einer überzeugenden Bauchredner-Show angelangt. Und nun noch zu einigen speziellen Effekten in der Bauchrednerkunst. Zuerst einmal das Singen und die eingesperrte Stimme. Wir wollen das anhand folgenden Beispieles demonstrieren. Könnten wir zum Abschluss etwas singen? Das ist eine großartige Idee. Also, sing irgendetwas, was den Leuten gut gefällt. Also. Ja, wir sind ein Rädel da, ja, wir sind ein Rädel da. 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 Herr Slanger, was hast denn? Ich habe gesagt, Toni, du sollst ein schönes Lied singen und nicht eines, das man bei jedem Heurigen singt. Das passt doch nicht her da. Schau, ein schöneres Lied zum Beispiel. Na, jetzt fällt mir gerade auch nichts ein. Ah ja. Was denn? Sag ich nicht. Ja, wieso denn nicht? Dann sag ich wieder nicht das Richtige. Sag mir das jetzt einmal leise ins Ohr. Ja, das passt wirklich sehr gut. Also wir singen nun... So ein Tag. Ja. Sag einmal, der Ton, la, so singen nach. La. Nein, la, la. Ja, jetzt musst du dann noch aushalten, so wie ein Opernsänger aus voller Kehle, aus voller Brust, so la, so. La. So, also dann fang an. Ich? Ja, wer denn sonst? Du. Nein, du? Also los. Ich? Ja, geht schon. So ein Tag. So wunderschön wie heute. Du kommst dran. Ja. So ein Tag. Der dürfte nie vergehen. Schau nur in die Sterne. Die am Himmel stehen. Ach, ich blieb so gerne. Es ist ein trauriges Lied. Leider muss ich gehen. So. Auf den ich mich so freute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Also endlich auf Wiedersehen. Ja, zuletzt sahen Sie die eingesperrte Stimme. Wie wird sie produziert? Ganz einfach. Toni macht noch einmal einen Ton. Ja, in dem Moment, wo ich Toni den Mund zuhalte, gleitet meine Zunge an den Gaumen nach oben und das klingt dann eben so. Da bist du also einverstanden, wenn ich anrufe? Ja. Weißt du zufällig die Nummer? 8308 16. Warte langsam. Wiener Vorwahl 0222. Weiter. 8. 8. 3. 3. 0. Bitte. 0. Ach so. 0. 8. 8. 1. 1. 6. Nur Geduld. Was doch Glück gehabt, ne? Ich bin zurück. Sei doch still. Ganz was aus denn eigentlich? Ich bin Elmar Ballander. Und ich heiße Sarah. Sei doch still. Jetzt wären es doch nicht fröhlich da. Ich wollte fragen, Entschuldigung, ist bei Ihnen heute ein Affe entlaufen? Ein Orangutan. Ein Orangutan, natürlich, so ist er denn. Er ist hier bei mir. Sarah kann ja hier bleiben. Sie können dann bei mir abholen. Ja, herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss, Alter. Ja. Was sagst du dazu, Sarah? Was ich dazu sage? Nur sie denn zu verstehen. Eine immer wieder gestellte Frage, wie ist es möglich, zwei Stimmen, zwei
Musikinstrumente gleichzeitig erklingen zu lassen? Die Antwort ist sehr einfach. Während ich mit der Mundharmonika einen Ton produziere, habe ich noch eine zweite Stimmmöglichkeit, das sind meine eigenen Stimmbänder. Und wie das dann auf der Bühne aussieht, das sehen Sie im folgenden Programmausschnitt. Sie haben vielleicht schon einen sprechenden Vogel gesehen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie einen, der ein Musikinstrument spielt. Ich habe hier ein Saxophon mitgebracht, es ist da ganz einfach darauf zu spielen, man braucht nur ihn einzublasen und kann die herrlichsten Töne und Melodien produzieren. Möchtest du versuchen? Bitte sehr. Sehr gut. Ich werde dich begleiten auf meiner Mundharmonika. Was spielen wir denn? Bitte. Weißt du es nicht? Ja, lang, lang ist her. Ja? Vor einigen Jahren sind wir hier schon mal gewesen, hier im Stadttheater. Lang, lang ist her. Na, hier geht's los. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Na, hier geht's los. 'Sprechen Sie mit Ihrer Figur, nehmen Sie dabei auch den Spiegel zur Hilfe, wenn möglich kontrollieren Sie Ihre Arbeit mit einem Videogerät. Noch ein weiterer Tipp: Sie sehen hier meine Bauchrednerfigur Sokrates leblos am Tisch liegen. Es sollte nie passieren, dass die Zuseher ihren Bauchrednerpartner als Puppe erkennen. So wie ich das jetzt mache, sollte das nicht sein. Das deutliche Hineinfahren in die Figur, das Zurechtmankeln, das Aufrichten und jetzt beginnt die Figur erst zu leben. Versuchen Sie bereits bei Ihrem Auftritt auf der Bühne die Puppe lebend zu präsentieren, neugierig. Neugierig auf das, was kommt. Er sieht das, ist schüchtern. Dann beginnt, bevor noch das erste Wort gefallen ist, Ihre Figur zu leben. Ja, das wär's. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude mit der Bauchrednerkunst. Auf Wiedersehen.